Sonntag, den 22. September, raubte eine 80-jährige Dame die Prada Bank an der American Street 21 aus. Um 2 Uhr morgens versuchte die ältere Dame zu Fuß ihre erlangte Beute nach Hause zu bringen. Doch sie traf auf ein jüngeres Mädchen, was bei der Polizei als gesucht gemeldet war. Als die 2 Polizisten nach dem jungen Mädchen suchten, fanden sie die ältere Dame mit einem Geldsack in der Hand. La 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 la. Plötzlich griff die ältere Dame zu der Waffe, die sich in ihrem Rock befand, und erschoss einen der Polizisten. Piff! Daraufhin erschoss der andere Polizist die ältere Dame. Puff! Oh mein Gott, nein! Im Nachhinein wurde das junge Mädchen psychologisch betreut und zu ihren Eltern zurückgebracht. Inzwischen hat die Polizei den Wohnort der älteren Dame ausfindig gemacht. Etwas später wurden dort Notizen gefunden, worauf stand, dass die ältere Dame mit monatlicher Arbeit unentdeckt einen Tunnel unter den Banktresor gegraben hätte, sodass sie leicht an die Beute kam. Den Notizen nach war die ältere Dame aufgrund einer schweren Krankheit kurz vor ihrem Tod. Laut Familienmitglieder hätte die ältere Dame vorgehabt, sich vor ihrem Tod noch etwas wohlhabender zu fühlen. Oh, Notizen! Scheiß Katze! Nimm nicht mal mit!